Die Auswahl erfolgt ja über ein Kuratorium, das heißt also, es sind mehrere Fachkollegen beteiligt und ist nicht ganz einfach, diese Auswahl. Wir haben doch eine Reihe an ganz hochgradigen Bewerbungen bekommen und das Ganze läuft über ein Gutachtersystem, sodass man letztendlich dann natürlich eine Entscheidung treffen muss. Aber es gab durchaus auch andere Bewerberinnen und Bewerber, die also in der engeren Wahl waren und die Auswahl war nicht ganz einfach. Was hat Sie besonders begeistert an der Auswahl von der Frau Krautmann? Also es ist schon was Besonderes, muss man sagen. Die praktische Relevanz ist enorm. Sie haben ja heute die Zahlen gehört. Es geht um Millionen, Milliarden von Tieren, die hier betroffen sind. Also männliche Küken, die getötet werden müssen nach wie vor. Und dieses Problem zu lösen, ist ein Meilenstein im Tierschutz. Es geht sicher weiter. Auch die Stiftungsträger sind bereit, weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Also ich hoffe, es bleibt so, wie es ist, dass das Ganze gekoppelt ist an die Tierärztliche Fakultät der LMU. Und ich sehe der Zukunft mit Hoffnung und natürlich auch mit Optimismus entgegen. Also es wird so weitergehen die nächsten Jahre. Okay, danke schön.